Hallöchen, wir müssen hier die Wand runter, aber erstmal unterhalten wir uns ein bisschen. Glaubt ihr, das war's? Glaubt ihr, es sei so einfach? Wir kommen zurück, wenn wir hier wieder rausfinden. Nach oben oder unten? Nach oben geht nicht. Wir müssen runter. Ah, ein bisschen nach oben geht. Frage ist bloß, wohin das führt. Und warum es jetzt plötzlich ein Lag gab. Nun, da wären wir. Wir zwei, beiden, allein, dunkeln. Okay, vielleicht nicht wirklich allein. Das war jetzt aber nicht so nett. Wir sind im Revier des Jägers? Irgendeine Idee, was er mit uns vorhat? Er hielt hier Gefangene fest, um sie durch die Stadt zu jagen. Und dann... dann hing er seine Trophäen an die Mauern dieses Turms. Diese Trophäen waren wohl keine Blumengebinde. Es waren die Leichen der Gefolterten. Männer, Frauen, sogar Kinder. Alle, die Ahriman im Weg standen. Kinder? Also, wenn wir den Jäger nicht töten, enden wir als Wandschmuck. Ja, wenn uns das nicht motiviert, was dann? Wir müssen ihn nicht töten. Wir müssen ihn nur zurück in Ahrimans Gefängnis treiben. Aber ihr glaubt nicht, dass er uns das so leicht machen wird, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Glaubt ihr, der Sturz war die Falle? Oder glaubt ihr, die Falle ist hier unten? Wir müssen wieder nach oben finden. Gut, aber wie? Achso, sind die Rede bedürftig. Was würde er tun, wenn wir einfach hier bleiben? Das will ich gar nicht wissen. Versuchen wir hier rauszukommen. Hm, na gut. So, jetzt wird nicht mehr gequatscht. Na gut, einmal noch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht vor, als Trophäe zu enden. Gut, und los geht's. Nein! Ich bin für euch da. Dankeschön. So. Au. Okay. Okay, okay, okay. Pardon. Was? Wieso sagt er denn Pardon? Witzigkeit kennt keine Grenzen. So heißt das. So, hier kommen wir aber auch nicht weiter. Ah, guck mal da. Okay. Und nu? Okay, ich bin gespannt. Ach, da oben. Da können wir uns festhalten. Rechts um. Na, da klappt ja eigentlich ganz gut. Obwohl hier viel Schloddergeräusche sind. Schlodderschlotzengeräusche. Und dass hier alles natürlich ins Dunkel gehaucht wird, gehüllt. Und nu? Ja. Au. Ah. Oh, Mist. Ah, verdammt. Da hat er mich erwischt. Ah.
Au. So. Der Feind hat seinen Zustand geändert. Ja, sehr schön. Komm schon. Hör mal auf zu spucken. Sehe ich nichts. Ich schütze euch. Ja. Komm schon, komm schon. Ah, Mist, noch einmal. Ah. Na, was los? Wer ist jetzt der Jäger? Ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, ihn zu verhöhen. Kommen wir denn hier irgendwo raus? Oh, ein Moment. So, und da sind wir schon wieder. Entschuldigung, da musste eben gerade ein Paket angenommen werden. Und wir müssen natürlich hier lang. So, kommen wir hier auch weiter? Okay, da nicht, aber nach rechts kommen wir vielleicht. Jetzt bin ich da gegen meinen Tisch gekommen. Guck mal hier, da können wir uns festhalten. Da ist mal wieder so ein Klöterschlotterkram. Und hier können wir weiter nach links oder weiter nach rechts? Ne, nach links würde ich nicht empfehlen. Wir müssen einen Weg zu dieser Kraftplatte finden. Ja. Das sagst du so einfach. Hier. Mir geht's gut. Soll ich loslassen? Nein. Seid mal nett zueinander. Wo kommt denn das Vieh jetzt? Das rollt so schnell. Und rauf da. So. Boah, ich bin hier richtig angestrengt gerade. Vielleicht landen wir doch nicht in der Trophäensammlung des Jägers. Nee, vielleicht nicht. Das machen wir mal sofort. Und dann geht das auch schon los. Los, Elika. Und ein weiteres Gebiet wurde gerettet. Das gefällt dir nicht, was? Das ist? Das Land ist geheilt. Wir müssen weiter. Aha. Warum seid ihr denn so kratzbürstig? Ihr habt das genossen. Dem Ding eine Lektion zu erteilen? Rache für die Menschen zu nehmen, die es umbrachte? Ja, ich hab's genossen.
Und ihr habt das ebenso genossen. Keine Sorge, Prinzessin, ihr seid immer noch gut genug für uns beide. Genau. Und mit euch als Maßstab macht mich das zu einer Heiligen. Kommt, ich habe alten Damen vom Markt nach Hause geholfen. Wenn sie attraktive Töchter hatten? Ja, denen half ich dann später. Das schwarze Tor ist offen. Ist das was Gutes? Wir können in das Versteck des Verdammten. Und wenn wir das fruchtbare Gebiet dort geheilt haben? Dort gibt es kein Gebiet. Die Essenz des Ortes steckt in dem Verdammten selbst. Und er wird uns die einfach nehmen lassen? Viel mehr davon und ich werde mein Schwert nachschleifen müssen. So, so. Wo ist dieses schwarze Tor? Am höchsten Punkt der Gegend. Und das schwarze Tor wird sich einfach so öffnen. Ich kann es öffnen, wenn wir da sind. Okay, das ist doch mal eine ganz gute Info. Mit das schwarze Tor ist offen, meintet ihr? Es ist offen, wenn wir dort sind. Ahriman kann die Energie der fruchtbaren Gebiete nicht mehr abzapfen. Das Tor wird offen sein. Okay. Dann mal auf den... So, hier, da müssen wir noch einsammeln. Und guck mal, da unten sind auch noch welche. Aber erstmal haben wir nur die drei hier und diesen hier. Na, mal gucken, wo der uns hinführt. Direkt ins schwarze Loch. Okay. Guck mal hier. Nein, 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 nein. Kann man einfach so rüberspringen. So. Ja, einmal kurz. Nein. Den da will ich. Wie komme ich denn an den ran? Habt ihr Spaß? Ja. Aber ich weiß noch nicht genau wie. Nein, wo willst du denn hin? Nicht nach unten. Los. Ach komm, dann nehmen wir erstmal... Wie soll ich denn da hinkommen? Ach so, vielleicht einfach ganz dummdösig. Ja, genau. Okay. Werdet ihr jetzt wieder streng sein? Wir müssen jetzt weiter. Wir brauchen die Lichtböbel. Hier sind aber keine. Geht's hier runter? Ja, aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Guck mal, da oben sind mehrere Bubbles. Aber wir gehen trotzdem nochmal zurück und gehen dann von da aus andersrum, weil da waren ja auch nochmal viele Bubbles. So. Das ist eines dieser Spiele, wo man unwahrscheinlich gut reinkommt. Die dann aber schwer zu spielen sind, wirklich ohne ein einziges Leben zu verlieren. So, dann weiß ich jetzt ja auch, wie ich an das Ding hier rankomme. Einfach nur, indem ich in den Freitod springe. Beunruhigt ihr mich gerne? Ja. So. Guck mal da. Guck mal, hier waren wir schon, ne? Ja, 416. Bleiben also noch einige, die wir einzusammeln gedenken. So. Sind hier noch welche an der Seite? Nö. Da sind keine mehr. Guck mal, das sieht so ein bisschen aus wie das Asin-Logo.
hier oben rechts da diese Steinverzierungen. Nicht so hundertprozentig, aber schon so ein bisschen, ne? So dass man sich denken könnte, das ist bestimmt so gewollt. Da hinten war keiner mehr, ne? Nö. So, da ist einer. Da ist auch einer. Gut, wir wollen, guck mal da, den Jäger, den wollen wir uns holen. Ach, jetzt muss ich da einmal komplett rum. Ja, also... Na, machen wir mal so schnell, wie es irgendwie möglich ist. Und... So. Müssen wir nach rechts. Hier waren wir ja auch eben gerade erst, ne? Aber jetzt ohne Gegner ist das alles eine viel angenehmere Kletteratur. Eine Kletteratur, das ist das gleiche wie eine Literatur. Oh, was können wir denn reden? Wenn das vorüber ist, sollten wir einen echten Markt aufsuchen. Ich dachte, der Jäger wäre nicht der schärfste Pfeil im Köcher. Aber auf dem Gebiet auf uns zu warten, war kein schlechter Zug. Unterschätzt die Verdammten nicht. Jeder hat seine Stärken. Und Ahriman lenkt sie alle. Ja. Warum würde ein Prinz, der alles hat, seine Seele an einen Gott verkaufen? Was glaubt ihr, Prinzessin? Ich habe meine Seele nicht verkauft. Ich diene freiwillig. So ist es. Wir machen kurz eine Aufnahmepause und sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.